herzlich willkommen hier wieder bei Toni Fresh, meine Freunde. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich treffe mich gleich mit einem Kunden, dem ich vor kurzem ein SUV verkauft habe, meine Freunde. Wir werden ein bisschen plaudern, während wir eine Stadtrundfahrt machen. Er holt mich ab und er müsste jeden Moment hier eintreffen. In der Zeit könnt ihr auch was machen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst und lasst einen Daumen hoch. Toni, hier kommt gerade ein Anruf rein. Toni, Fresh am Apparat. Ja, bitte. Hey, Toni, ich stehe vor der Haustür. Komm raus, dass wir endlich losgrüßen können. Ich freue mich schon. Hey, cool, habt ihr gehört? Er ist schon da. Hey, hör gut zu, mein Bester. Ich bin gleich da. Gib mir circa 5 Minuten. Bis gleich, Toni, bis gleich. Statt für die Limousine hat er sich damals für ein SUV entschieden. Und dieser SUV sieht richtig heftig aus. Aber das werdet ihr auch gleich sehen, meine Freunde. Er ist von Beruf Kopfgeldjäger. Und deshalb hat dieser freshe SUV ein Tuning bekommen, das auf Kopfgeldjäger-Optik angelegt ist. Auf jeden Fall, für das Tuning ist sehr viel Zeit draufgegangen und er ist im wahrsten Sinne des Wortes fast verrückt geworden vor Freude. Boah, heftig, deftig, richtige Kopfgeldjäger-Karre hier. Ja, und nicht anders. Komm, steig ein, Toni. So, jetzt steigen wir mal ein in diese krasse Karre und cruisen mal ganz gemütlich durch ganz Los Santos. Toni, lang nicht mehr gesehen. Steig ein. Hallöchen, gib High Five. Oh, das hat aber gescheppert! Oh, richtig heftig, deftig! Ja! Und, bist du immer noch zufrieden mit deinem Kopfgeld-SUV, hä? Toni, natürlich! Was für eine doofe Frage! Dieses SUV hat hier Vollpanzerung! Ja, so eine Vollpanzerung ist für einen Kopfgeldjäger sehr, sehr wichtig, Leute! Falls er mal in krasse Schießereien gerät! Leute, wir cruisen schon die ganze Zeit rum, es wird langsam wieder hell, dieses Auto hat einfach Bombenfahreigenschaften, die das Auto einfach so ein geisteskrankes Auto machen. Wie ist das eigentlich so als Kopfgeldjäger? Als Kopfgeldjäger hat man sehr viel mit verrückten Menschen zu tun. Hey, wisst ihr was? Was denn? Was denn? Auf mich wurde ein Kopfgeld von $3000 ausgesetzt. Yeah, ich bin krass. Auf mich wurde ein Kopfgeld von $5000 ausgesetzt. Yeah, was sagst du jetzt? Boah, die finden das cool, die sind ja wirklich verrückt. Ich erzähl dir mal eine richtig verrückte Geschichte. Da war mal eine, die hieß Lilly und... Ich bin Streifenpolizistin. Ich bin erst seit kurzem im Dienst. Aber ich gebe mir Mühe, eine krasse Streifenpolizistin zu sein. In meiner Fantasie bin ich keine gewöhnliche Streifenpolizistin, sondern die krasse Kripo-Beamtin in Zivil. Achtung, Achtung, an Zentrale! Kollege wurde angeschossen! Was? Ich habe den verletzten Kollegen ins Krankenhaus gebracht! Und jetzt knüpfe ich mir diese Burschen vor, die auf uns geschossen haben! Krasse Kripo-Beamtin in Zivil! Warten Sie auf Verstärkung! Haben Sie gehört? Sie warten Nein. Sind auf Verstärkung! Ich bin zu krass! Warten Sie auf Verstärkung! Warten Sie auf Verstärkung! So, da hinten sind diese Kriminellen! Die denken, ich erkenne die nicht wieder! Krasse Kripo-Beamtin in Zivil! Warten Sie auf Verstärkung, bis die Verstärkung eintrifft! Der Einsatz ist so gefährlich! Hören Sie mir zu! Der Einsatz ich bin ist so die krasse Kripo-Beamtin in Zivil! Ich stecke mir diese Bursche jetzt in den Alleingang! Krasse Kripo-Beamtin in Zivil! Das ist ein Befehl! Sie warten auf Verstärkung! Haben Sie gehört? Zusammenschlagen werde ich diese Burschen jetzt! So! Ich werde jetzt diesen Apparat hier ausschalten! Nein, so. Das werden Sie nicht! So! Im Alleingang mache ich das jetzt hier alles! In der Realität ist es für mich sehr schwer, ein Maschinengewehr zu halten. Aber in meiner Fantasie habe ich sehr viel Kraft und kann ganz locker ein Maschinengewehr halten. So, hier spricht die krasse Kripo-Beamtin in Zivil. So, ihr seid jetzt alle festgenommen. Wenn ihr Widerstand leistet, schicke ich euch alle zur Hölle. Habt ihr gehört? Leg mal die Waffe lieber weg, bevor du dir ins eigene Bein schießt. Sie verarschen mich! Krasse Kripo-Beamtin in Zivil! Ich mach euch alle fertig hier! Nur in ihre Fantasie mit einem schönen Sportwagen durch die Gegend fahren, sondern auch in der Realität. Die Kohle musste her und so fing Lilly an, Schusswaffen von der Polizei zu klauen, um sie danach zu verkaufen. Beim Verkauf hat ihr Freund sie dann unterstützt. Beim Verkauf hat ihr Freund sie unterstützt?
Was denn das für einer? Ja, das ist ein Häufchen Elend, aber die beiden passen einfach gut zusammen. Passen gut zusammen? Du meinst wie Pommes und Ketchup? Nein, ich meine wie Scheiße und Toilettenpapier. Ah, ich verstehe. Also Fresh scheint sein Charakter nicht zu sein. Ich sag dir, wie es ist. Dieser Typ ist hinterhältig und extrem ehrenlos. Boah, ey. Der ist ein absoluter Taugenix, der nichts auf die Kette bekommt, außer die Fahrradkette. Nicht umsonst heißt er Hinterhofschlingel. Wieso heißt dieser Typ Hinterhofschlingel? Toni, ich erkläre dir das jetzt mal hier, okay? Da dieser Typ leidenschaftlich von Hinterhöfen Fahrräder klaut, verbringt er sehr viel Zeit auf Hinterhöfen. Ah, deshalb Hinterhofschlingel. Ah, aber ist er wirklich so ehrenlos? Vor langer Zeit wollte er einer seiner Freunde beklauen. Was? Er wollte seinen Freund beklauen? Ja, und zwar in seiner eigenen Wohnung. Was? In seiner eigenen Wohnung? Ich bin fassungslos. Früher morgen sind beide früh aufgewacht. Sie wollten rausgehen, ein bisschen Basketball spielen. Als sein Freund im Bad war, hat dieser Irrenlose seine Kette geklaut. Krass, aber Moment mal. Du hast doch vorher gesagt, er hat versucht, seine Kette zu klauen. Ich bin durcheinander. Ich erkläre dir das. Ich erkläre dir das, Toni. Irgendwann kam der Freund aus dem Bad wieder raus und wollte seine Kette anziehen. Aber die Kette war weg. Er hat sie dann überall gesucht. Überall. Der Irrenlose hat dann gesagt, komm, gehen wir einfach raus. Kannst du nachher deine Kette weitersuchen. Aber sein Freund meinte, wir gehen nirgendwo hin, bis ich meine Kette gefunden habe. Und während der Freund suchte und suchte, legte der Irrenlose die Kette schnell unter sein Kopfkissen. Der Freund fand dann auch irgendwann die Kette unter sein Kopfkissen. Und in dieser Sekunde wurde ihm klar, dass man versucht hatte, ihn zu beklauen. Denn was der Irrenlose nicht mitbekommen hatte, war, dass der Freund schon mehrmals unterm Kopfkissen geguckt hatte. Der Freund sprach diese Sache aber nie an. Krass, wie ehrenlos kann man sein, wenn man versucht, seinen eigenen Freund zu beklauen? Ja, und wie ehrenlos kann man sein, wenn man als Polizistin von der Polizei Schusswaffen klaut, um es dann zu verkaufen? Boah, diese Lili hatte die Schusswaffen geklaut, um dann weiter zu verkaufen. Was für eine Diebin! Sie hatte alle möglichen Waffen geklaut. Boah, diese Diebe werden immer dreister. Sie haben sogar einen Katalog angefertigt, worin sie ihre Schusswaffen präsentieren. Boah, sogar ein Katalog? Ja, Toni. Aber dieses Schusswaffengeschäft lief nicht lange. Die Polizei ist dahinter gekommen und wollte die beiden verhaften. Lili hat versucht, die Flucht zu ergreifen. Boah, richtig heftig. Achtung, Achtung auf die ehemalige Polizistin Lili. Legt ein Haftbefehl vor. Verhaftet sie. Ich lass mich nicht verhaften. Nein. Zugriff. Zugriff. Boah, bei der Verhaftung war ja richtig was los. Das kannst du laut sagen. Die Verhaftung, die war einfach spektakulär. Du bist verhaftet! Ich will nicht ins Gefängnis! Lass mich! Lili wurde verhaftet, aber der Hinterhofschlingel, der war noch weiter auf der Flucht. Und? Konnte die Polizei ihn noch schnappen? Das Karma hatte für ihn was ganz anderes reserviert. Was denn? Das Karma hat ihn einfach zerfetzt. Seine Reste wurden am Strand gefunden und neben ihm lag ein altes Handy. Hinterhofschlingel, ich rufe aus dem Gefängnis an. Sag doch was. Ich kann nicht ewig telefonieren. Ich darf nur noch 5 Minuten telefonieren. Falsch, junge Dame. Es sind erst nur noch 3 Minuten. Es sind nur noch 3 Minuten. Hinterhofschlingel, sag doch was. Lili und der Hinterhofschlingel, die beide haben ihren Karma-Konto überzogen. Das Karma hat bei den beiden richtig hart zugeschlagen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leiden sie noch heute. In diesem Sinne würde ich mal sagen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr gar nichts mehr verpasst und lasst einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal, euer Toni Fresh, meine Freunde.